Wir haben jetzt noch das Vergnügen, einen halben Tag mit der Frau Ingenieur Wagner zu verbringen. Für alle, die die Frau Ingenieur Wagner nicht kennen, sie ist wirklich eine Leitfigur des Biolandbaus. Sie hat 40 Jahre lang das Gartenbauamt in Linz geleitet und wird uns heute ganz viel über den Boden und über die Erde und was alles dazugehört erzählen. Katharina hat schon gesagt, dass ich 40 Jahre im Gartenamt in Linz war. Das stimmt. Ich war nicht der Leiter, sondern ich war der Leiter der öffentlichen Grünflächen. Und das waren 350 Hektar. Und ich habe es vom ersten Tag meines Dienstantrittes buchstäblich bis zum letzten Tag des Dienstes, bis zur Pensionierung. Und das waren 40 Jahre biologisch gemacht. Das hat man damals noch nicht gewusst, was das sein könnte. Mit Ausnahme von eben denen, die es schon wussten. Die Sache ist geglückt. Und in den letzten 10 Jahren, das waren die 10 Jahre, wo Tschernobyl mittendrin war, wir waren in Linz fast, kann ich sagen, eine Wallfahrtsstelle für den Biolandbau für ganz Süddeutschland. Es hat in den letzten 10 Jahren fast keine Woche gegeben, wo wir nicht Besuch gehabt haben mit Autobussen und so weiter und so weiter. Das Interesse war damals sehr, sehr groß. Vielleicht gerade hervorgerufen, auch durch Tschernobyl, ist klar. Denn da ist man ja sehr direkt der Gefahr gegenübergestanden. Nebenbei gesagt, vielleicht ist es richtig, wenn ich Ihnen das gleich sage, ich habe erfahren dürfen, was sensationell klingt, aber biologisch bewirtschaftete Flächen, vor allen Dingen solche, wo man mit den dynamischen Präparaten im Einsatz ist, kontaminieren viel schwächer als wie Flächen mit Kunstdünger. Wir haben damals, ich habe mir die Feuerwehr geholt, die haben Geigerzähler gehabt. Es war in 14 Tagen nach Tschernobyl. Weil ich wusste, aus den 60er Jahren, in den 60er Jahren waren ja rund um die Welt Atomversuche, die das Volk Gott sei Dank nicht wusste und nicht erfahren hat damals. Und damals schon ist in der dynamischen auf der dynamischen Seite, vor allen Dingen bei der Frau Thun, die das gelbe Heftel da rausgegeben hat, der Wunsch gewesen, das einmal auszuprobieren, die Kontamination von biologischen Flächen, vor allen Dingen dynamischen und anderen. Und sie hat in Europa gearbeitet und der Dr. Ehrenfried Pfeiffer, der damals noch gelebt hat, hat in Amerika gearbeitet und sie sind beide zu dem Schluss gekommen, dass die Kontamination gemessen um Häuser niedriger war als in den normal bewirtschafteten Grundstücken. Und diesen Aufsatz, der damals geschrieben worden ist und den Artikel, den habe ich im Hinterkopf gehabt, wie dann bei uns Tschernobyl ausgebrochen ist. Und unser Kompostplatz in Linz, der war 1 Hektar groß, mit etwa 100 Haufen, und der ist biologisch dynamisch präpariert worden, durch all die Jahre, ordentlich und sauber. Und da habe ich mir die Feuerwehr geholt, wie gesagt, die haben Geigerzähler gehabt, mess da einmal. Und das Endresultat war dann, in ganz Linz, und Linz-Wels hat damals das Schlimmste abgekriegt, das war Wettersache. Es ist nie publik gemacht worden, Gott sei Dank, das Volk war in Panik geraten. Und wir haben in ganz Linz 9 Zehntel Nanokerie gehabt. Und am Kompostplatz und in der Baumschule daneben 1 Zehntel Nanokerie. Und es hat einen Biobauern gegeben, den Hans-Peter Ostrau, der hat seinen Hof gehabt zwischen Hamburg und Hannover. Und der hat das ebenfalls gemacht.
und hat gemessen und hat seine, der hat den ganzen Hof ja unter dynamischen Präparaten gehabt, Spritz und Kompost. Und der ist auf dasselbe Resultat gekommen, da hat es auch mal einen Artikel gegeben. Also das gibt es auch. Aber das ist halt nur die Einleitung und ein bisschen was nebenbei. Wenn wir über den Boden reden wollen, dann müssen wir uns einmal die Erdkugel näher anschauen und sie näher betrachten. Bitte, der Planet ist 12.000 Kilometer dick und die äußerste Rindenschicht, die äußersten 30 cm Oberboden, Herrschaften, von dem lebt die ganze Menschheit. Und diese 30 cm Oberboden sind unser Schicksal. Und wir alle, die wir durch irgendwelche Schicksalswege, denn das sind bei jedem einzelnen Schicksalswege, die wir diesem Biolandbau in die Arme geführt worden sind, ob das jetzt die dynamische Richtung ist oder die organische, das ist ganz gleich, haben da eine gewisse Verpflichtung und eine gewisse Verantwortung. Wir sind zwar weltmäßig gesehen ja nur ein kleiner Haufen, noch. Aber wir sind der einzige Weg heraus aus der furchtbaren Vergiftungsperiode, die wir erleben. Es haben zwei ganz große Bioforscher, der Sir Albert Howard im englischen Sprachraum und unser Dr. Hans-Peter Rusch, der Begründer der organisch-biologischen Richtung, den Satz geprägt, die zwei haben sich nie gekannt und nie gesehen, weil sie ja zeitmäßig auseinander liegen, haben den Satz geprägt, man hätte kein gefährlicheres Experiment mit der Menschheit anfangen können, als die Vergiftung des Bodens mit Kunstdünger. Und wenn wir heute schauen, was das Volk durchschnittlich essensmäßig verdaut, und man wissend ist, dass heute in einer Handelskette, in der normalen Ware, bitte nicht in den Bio-Ecken, das ist was anderes, aber in der normalen Ware, was die Frauen da in die Kerbeln heimführen, dass wir da nichts anderes mehr drin haben, als wie in jedem Stück, da gibt es ja kein Stück mehr ohne Chemie. Das gibt es ja heute nicht mehr. Und dass das sich gesundheitlich auswirken muss, unser Körper ist nicht gebaut zum Verdauen von toten Salzen. Und das Ganze, was vom Kunstdünger kommt und auch natürlich was von diesen ganzen chemischen Mitteln her kommt, ist tot. Und das schluckt man die ganze Zeit. Und wir dürfen uns nicht wundern, wann die Leben heute enden, immer zunehmender in Alzheimer und Demenz und Parkinson und nur anderen Sachen. Es gibt immer mehr Ärzte, die sagen, dass die Patienten immer mehr werden, die mit der Chemie in ihrem Körper nicht mehr fertig werden. Das wundert dann gar nicht, wenn man wenig wissend ist, was in den einzelnen Nahrungsmitteln heute drin ist. Mit dem normalen Brot des täglichen Tages haben wir 12 Chemikalien. Alles zusammen. Vom Kunstdünger begonnen bis zum Konservierungsmittel dann. Die sind ja auch noch drin. Und wenn wir das uns vor Augen führen, dann muss uns klar sein, was wir Bioleute für eine Verantwortung tragen, sozusagen der Allgemeinheit gegenüber. Wir zeigen einen gesunden Weg. Wir sind die einzige Gruppe, die das kann. Das ist in der Möglichkeit auch des Übersetzens und des Tuns ist. Diese letzten 30 Zentimeter sind das Schicksal der Menschheit.
Und die werden über weniger, nicht zuletzt durch unsere eigene Schlamperei. Und die Zersiedelung und was da alles passiert, an Verderbnis dem Boden an sich gegenüber. Bitte, der Boden ist ein Lebewesen. Die ganze Erdkugel ist ein Lebewesen. Mit allem, was ein Lebewesen braucht. Es braucht Nahrung und es gibt für andere Nahrung. Es hat ein Wärmebedürfnis und es braucht Wasser und braucht Luft. Also alles das, das braucht auch die Erde. Der Boden ist ein Lebewesen hineingebettet zwischen Stein und Pflanze. Und den Boden, wie wir ihn heute kennen, der ist noch nicht allzu alt, den gibt es erst seit der Eiszeit der letzten, also vor 14.000 Jahren. Vorher war das noch nicht der Boden. Aber wenn man die Erdgeschichte durchschaut, wird man sehen, dass da eigentlich ein Schöpfungsgedanke von A bis Z durchgeht. Wir haben zuerst in der Erdgeschichte einen gasförmigen Ballon, der sich wandelt in ein feuerflüssiges Magma, aus dem bereits in feuerflüssigen Zustand die Zusammensetzung der sogenannten Eruptiv, also feuerflüssigen Gesteine, zu erkennen ist. Und diese Eruptivgesteine, das sind der Granit, der Porphyr, der Basalt, das sind die Urgesteine, die dann wie diese feuerflüssige Periode durchgereift war, hat sich die Sache befestigt. Die Erde war dann zeitweise eine Steinkugel. Diese Eruptivgesteine sind durch Vulkantätigkeit ineinander verschoben worden. Und so sind diese sogenannten Sedimentgesteine entstanden. Und etwas noch später die sogenannten Tonminerale. Und da ist etwas Bedeutsames geschehen. Bitte, die sogenannten Tonminerale sind bereits ein Hinweis auf die Wichtigkeit des Tons, denn der Ton ist der wichtigste Bestandteil des Bodens. Und der Ton ist beziehungsweise der Quarz ist das Gerüstgestein des Planeten. Der Quarz ist in großen Mengen da, ist das meist vorkommendste Gestein und wie gesagt, das Gerüstgestein unserer Erde. Das Gerüstmaterial unseres Körpers ist der Kalk in Form von Skelett und der Knochen. Das ist was ganz anderes. Aber der Quarz ist es für die Erde. Und aus dem Quarz abgeleiteter Ton ist der wichtigste Bestandteil des Ackerbodens, des Bodens, wie wir heute den Boden kennen. Die Bestandteile des Bodens sind demnach eben die anorganischen Bestandteile, die aus dem Gestein, aus der Verwitterung des Gesteins kommen, und die organischen Teile, die aus dem Absterben kommen, sowohl des Tierreichs als auch des Menschenreichs und des Pflanzenreiches. Es ist eine ganz große, auch Schöpfungstat und Schöpfungserscheinung, dass nichts, was Leben beinhaltet, und das tut auch der Stein, verloren geht. Die Natur ist eine äußerst sparsame Hausfrau, die tut nichts
vernichten oder verwüsten. Die Natur verwertet alles wieder und es unterliegt bei ihr das gesamte Leben einem großen Kreislauf. Unsere Wissenschaft hat lang behauptet und behauptet es noch, dass alles Lebendige einmal zum Ende geht und dann in Kohlenstoff und Wasser ausläuft. Wenn dem so wäre, gäbe es keinen Kompost. Das haben wir erstens festgestellt. Wer kompostiert und Kompost macht, der wird ja das Erlebnis erleben, dass zwar zuerst einmal eine Zeit lang, das sind Wochen, die Materie, die ich dorthin gebracht habe, meistens sind es Pflanzenreste oder Stallmist, dass das seine Gestalt verliert und sich gestaltlich sozusagen auflöst. Und dass es weniger wird, vor allen Dingen, wenn es auch aufliegt. Und dann aber, da vergehen Wochen, kommt auf die Jahreszeit an, im Sommer geht es geschwinder, im Winter hat sich gar nichts. Und dann auf einmal eine Umkehr ist. Und plötzlich auf diesem Haufen oder auf diesen Restbeständen so etwas erscheint wie eine neue Erde. Der Zustand steigert sich dann, bis wir zum Schluss nur mehr neue Erde haben. Herrschaften, das ist ein Wunder der Schöpfung, dass sie alles organisch Lebendige von der Pflanze bis zur menschlichen Leiche nicht verkommen lässt, sondern überführt in neue Erde, von der wir alle leben. Das ist einmal sehr zu bedenken, was da passiert. Und dass wir Gärtner und Bauern dafür in unseren Händen haben, um diese Vorgänge nicht zu hindern, sondern zu stützen und zu fördern. Da ist heute vom Humus geredet worden, vormittag. Das ist die beste Humusfabrik, wenn ich heute kompostieren tue. Ob so oder so. Ob Haufenkompost oder Flächenkompost. Wir werden über beide Seiten noch reden. Und der Humus ist das Wunder, das wir alle zur Fruchtbarkeit des Bodens brauchen. Also der Boden besteht aus diesen zwei großen Komponenten, den organischen Resten des Lebens und den verwitterten Gestein. Und da kommt es nun dazu, dass wir den ersten Zusammentritt unten haben zwischen anorganischer Masse, also zwischen Gestein und Lebenssubstanz. Und es ist nicht jedes Gestein und seine Verwitterungsprodukte imstande, Erde zu machen, sondern bitte, das ist nur das kleinste Kristall des Quarzes, das sogenannte Tonkristall. Das Tonkristall ist das kleinste Quarzkristall und nur dieses ist imstande, mit der Lebenssubstanz eine Ehe einzugehen und das Kind der Ehe ist der Krümel. Und das wissen wir alle, wie wichtig der Krümel für unseren Boden und seine Fruchtbarkeit ist. Dass das eigentlich der Mittelpunkt ist. Bitte, wir haben in allen vier Naturreichen, im Menschenreich, im Tierreich, im Pflanzenreich und auch da im Gesteinsreich, haben wir eine Intimbegegnung. Eine Intimbegegnung, aus der neues Leben erwächst. Und nur dort. Im Menschenreich ist es der menschliche Geschlechtsakt.
Dort gibt es Kinder, sonst nirgends. Im Tierreich haben wir bei den Säugern, die ja die höchstentwickelten Tiere sind, bei den Säugern ebenfalls bereits den Geschlechtsakt. Das weiß jeder Bauer. Bei den niederen Tieren haben wir Paarungsakte. Im Pflanzenreich haben wir die Intimbegegnung zwischen Insekt und Blüte. Also mit Biene, Schmetterling. Und bei den niederen Tieren Windbestäubung. Aber es ist immer ein Intimakt, wo dann neues Leben entsteht, pflanzenreich zusammen. Und im Gesteinsreich, da haben wir lang bei den ganzen großen Bodenforschern Alten, vor allen Dingen Francais, aber auch Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie und der Begründer des biologisch-dynamischen Landbaus, haben wir immer wieder den Hinweis, dass das Ton eine ungeheuer wichtige Rolle bei der Bodenbildung spielt. Und Rusch bringt am Punkt. Rusch hat entdeckt, es ist das Tonkristall und nur das Tonkristall. Und das bedeutet nämlich eine Folge in der Pflege durch den Bauern. Wenn ich viel Krümel haben will, und damit natürlich den Ansatz zu einer Humusbildung, dann muss ich schauen, dass ich ein Tonkristall herbeibringe. Tonkristalle sind in organischen Düngern sehr wohl drinnen, die sind in Misten und auch zum Teil in Pflanzen drinnen. Aber natürlich in beschränktem Maß, so wie es diesem Organismus zusteht. Wir haben aber Tonkristall in verhältnismäßig großen Mengen im sogenannten Urgesteinsmehl. Das Urgesteinsmehl ist ein Standbein des organisch-biologischen Landbaus. Und Dr. Müller, der eine Begründer des organisch-biologischen Landbaus, hat ganz richtig gesagt, der organisch-biologische Landbau ohne Urgesteinsmehl ist undenkbar. Es ist leider Gottes in den vergangenen Jahrzehnten verschludert und verschlampt worden, diesen Einsatz vom Urgesteinsmehl. Die Betriebe, die es tun, in der Angabe nach dem Dr. Müller, die fahren gut und die bestätigen das auch. Das Hindernis beim Urgesteinsmehl ist das Teure des Transportes, die Transportkosten. Das Mehl selber, das meiste kommt in Österreich aus Kitzbühel. In Niederösterreich gibt es in Pauliberg, das ist da in Landsee, das ist an der burgenländischen Grenze, das ist ein Glanzwerk, die Sache ist in Ordnung, das ist genauso gut wie das Kitzbühler, nur natürlich ist es klein und ich weiß nicht, wie die Bedingungen sind. Und dort wird das Mehl, dieses den so vermahlen, dass eben das Tonkristall frei wird. Und daher haben wir beim Urgesteinsmehl 50% des Tonkristall drin. Und das ist viel. Und mit dem kann ich Humus machen. Da kann ich. Wir haben einen Mitgliedsbetrieb, der sitzt auf die Innenauen bei Ranshofen. Das ist reiner Schotter. Und wenn es regnet, dann haben sie Ernte und wenn es trocken ist in die Sommer, haben sie nichts. Sie haben das Urgesteinsmehl nicht gekannt. Die habe ich noch vor ein paar Jahren gesagt, so gelernt, dort das Urgesteinsmehl starten. Wenigstens das. Und siehe da, seit wir das tun, haben wir auch da unten nicht überragende, aber immerhin Ernten. Das Urgesteinsmehl in seiner anderen Hälfte hat Spurenelemente. Spurenelemente, bitte, das ist etwas, was in der heutigen Nahrung sowieso von vornherein mangelt und darum haben wir sowieso künstliches Zeug, das der Körper gar nicht aufnimmt. Während im Urgesteinsmehl ist das Natürliche. Und wenn das zu viel wird, dann lässt der Boden das liegen und nimmt es nächstes Jahr auf.
Aber es kommt zu keine Überdosierungen wie im künstlichen Bereich. Ich hätte eine Frage, ist das Tonkristall im Lehmboden natürlich drinnen? Ist drinnen, ja. Aber das kann nie genug werden. Ja? Kann nie genug werden. Also auch im Lehmboden ist es auch noch so, dass das Urgesteinsmehl etwas lockert, etwas wärmt, was der Lehmboden recht notwendig hat, weil der ja ziemlich glitschig ist und kalt sein kann. Also man soll das dort nicht weglassen. Ja, das ist meine Lieblingszeichnung. Bitteschön, das ist der Zusammentritt vom Tonkristall. Und darüber das Schraffierte ist die Lebenssubstanz, die das Tonkristall sozusagen umarmt. Das ist die Frau, die da den Bräutigam umarmt, in zärtlicher Liebe. Und diese kleinen Gruppierungen, die Sie hier sehen, die vervollständigen sich dann auch noch mit noch kleineren Gruppierungen. Und bitte, der Kitt zwischen dieser Ehe sind Bodenbakterien. Und zwar eine ganz bestimmte Gruppe von Bodenbakterien. Wir haben Milliarden von Bodenbakterien. Und Millionen von Stämmen da unten. Und es wird von der Wissenschaft sogar gesagt, dass ein einziges Gelehrtenleben zu kurz ist, um mit der Erforschung eines Bakterienstammes zurechtzukommen. Und da unten haben wir, wie gesagt, Millionen solcher Bakterienstämme. Und da hat jeder Bakterienstamm hat seine Aufgabe und ist an seinen Ort gebunden. Und diese Bakteriengruppen haben die Aufgabe, die Tonkristall-Lebenssubstanz Gebilde zusammenzukitten, zusammenzuholen und zur Organismenkolonie zu vereinen. Und diese Organismenkolonien machen Hohlräume. Und wir haben dadurch die Entstehung sowohl von großen Hohlräumen, Makrohohlräumen und von Mini-Hohlräumen, von kleinen Hohlräumen. Und bitte, in den großen Hohlräumen des Unterbodens haben wir die Luft. Das ist die Atemluft des Erdbodens, die da drinnen ist. Und in den kleinen, den haben wir das Wasser. Und daher haben biologische Böden, die so gut aufgestellt sind, haben ihre sogenannte Basalatmung, wie sie genannt wird. Die haben sowohl einen geregelten Luftzutritt und Atmungstechnik und sie haben aber auch eine notwendige Wasserzirkulation und die Fähigkeit, überhaupt Wasser zu saugen. Und die Kunstdüngerböden haben das nicht. Herrschaften, da ist die erste große Todsünde des Kunstdüngers, wie ich sage. Der Kunstdünger ist ein Salz. Und als Salz ist er sauer. Und er senkt ganz automatisch, jeder Kunstdünger senkt den pH-Wert des Bodens ab, Richtung Säure. Das geht gar nicht anders. Und dieser saure Boden zerstört das Tonkristall. Also der Kunstdünger macht eine Humusbildung sozusagen ganz unmöglich. Und weil er das Tonkristall zerstört, haben diese Böden auch keine Hohlräume. Weil ja keine Bildung möglich ist, weil niemand da ist, der das bilden könnte. Die Kunstdüngerbauern müssen daher unbedingt jedes Jahr kalken, weil sie ja sonst mit dem pH-Wert weiß ich wohin kämen. Das braucht der Biobauer nicht. Ein Biobauer, der Urgesteinsmehl so verwendet, wie es vorgesehen ist, der braucht nicht kalken, außer die ganz extremen
Flächen im Waldviertel und im Müllviertel. Aber das sind Einzelfälle. Und die Böden, diese Hohlräume mangeln, die sind natürlich dann prädestiniert für Hochwasser, weil sie ja das Wasser nicht mehr saugen können und unsere Kulturbödenherrschaften sind auch nicht mehr saugfähig. Und darum haben wir alle irgendwie irgendwo Hochwasser. Und diese Böden sind dann auch nicht imstande zu atmen, so wie Sie das als Atmen verstehen. Also es sind sehr viele negative Folgen dieser falschen Bodenbehandlung. Da sehen Sie einen krümeligen Boden mit der nötigen Luftzufuhr. Und da sehen Sie einen verdichteten Boden. Und diese verdichteten Böden sind nun nicht nur die Folgen von den schweren Ackergeräten, die wir leider auch haben, aber sie sind auch die Folge des Kunstdüngerstreuens, weil der Kunstdünger das Dornkristall austreibt. Und das nicht mehr da ist. Bitte, da haben wir jetzt zwei ganz wichtige Komponenten für den Boden. Was tritt da noch hinzu zu Dornkristall und Lebenssubstanz? Das sind die Pflanzenwurzeln. Das klingt seltsam, aber es ist so. Die ganzen Bakterien da unten, das habe ich erst im Bild gezeigt, diese ganzen Bakterien, die wollen was essen. Und die fressen Wurzelhaare. Das ist ihre Nahrung. Herrschaften, wir wissen eigentlich nicht so recht, wie eine Wurzel ausschaut. Ihr werdet, wenn Sie in Dingdosatz in Bierforschung Austria mal die Wurzeln dort an der Wand sehen. Wenn wir ein Unkraut ausreißen, da reißen wir das oben aus und das unten bleibt drin. Wir sehen eine Wurzel ganz nie. Wurzeln haben nicht nur das grobe Gewebe, was wir vielleicht sehen können, sondern die haben Feinwurzeln, und zwar die sich weit, weit nach unten verbreiten. Ich war einmal bei der internationalen Wurzelgröße bei der Frau Dr. Kutscherer, die war ja in Gumpenstein an der Bundeslehr- und Forschungsanstalt, und wenn man bei ihr im Labor war, das war ein großer Raum, da sind an der Wand Wirtschaftspflanzen angebracht gewesen. Klee und so weiter, mit den ganzen Wurzeln. Diese Abteilung dort hat Wurzel gegraben, das war toll. Da ist nicht ein Zentimeter von so einer Wurzel abgerissen oder abgebrochen worden, sondern da ist neben einer Pflanze, die man sehen wollte, ein Schacht gegraben worden, und da ist der Graben sozusagen abgestiegen. Und hat dann diese Pflanze gegenüber ihrem Wurzelstock mit einem kleinen Pinsel und Scheifel die Erden ausgeputzt zwischen den einzelnen Würzelchen. Ist eine Wahnsinnsarbeit. Braucht bei einem Baum Tage, Wochen lang. Und dieses Feinstwurzelsystem lebt nicht lange. 2, 3, 4 Tage und dann fallen sie ab und werden durch neue ersetzt. Und bitte, diese Wurzelhaare sind die Hauptnahrung der Pflanze. Das ist eine gegenseitige Symbiose. Der Boden gibt der Pflanze sozusagen die Erde und nimmt sich von der Pflanze die Nahrung für seine Bakterien. Das ist einzig gegenseitig unterstützen, wie gesagt, eine Symbiose. Und der Bodenforscher Dr. Franz Seckerer, auch ein Österreicher,
hat den Ausspruch getan, vollkommen richtig, nicht der Boden ist unser Besitz, sondern der durchwurzelte Boden. Weil nur der durchwurzelte Boden überhaupt fähig ist zu einer Fruchtbarkeit. Ein Boden, der nicht durchwurzelt ist, ist nicht fruchtbar. Solche Böden fallen der Inkohlung anheim, das heißt, sie verdorfen. Da wird dann ein Moor draus. Und je mehr Wurzeln in einem Boden drinnen ist, desto fruchtbarer kann der werden. Und daher ist das Bewurzeln des Bodens von höchster Wichtigkeit für die Ernährung der Pflanze. Denn sonst haben wir keine Bakterien. Und damit das ganze Leben da unten nicht. Über das muss sehr nachgedacht werden. Und daher, man wird wissend, dass sich das Grünland da viel leichter tut, weil das Grünland mit seiner immensen, immerwährenden Grasdecke ja immerwährende Wurzeln da hat. Das ist ja alles mit einer Wurzeldecke bedeckt. Das hat der Ackerbau nicht. Und der Ackerbau muss schauen, dass er für diese Bewurzelung sozusagen künstlich aufkommt. Und darum haben wir auch im biologischen Landbau so sehr viel diese Zwischensaaten und verschiedensten Gründüngungen und Gründecken, um die Wurzeltätigkeit zu verstärken. Nicht nur die Hauptfrucht und mit der Ernte nichts mehr, sondern gleich in die Hauptfrucht vielleicht im Frühjahr ein Klee hinein ins Getreide. Der kommt dann auf, wenn das Getreide gemäht wird, dann ist der Klee da. Und wir haben sofort eine weiterlaufende Bewurzelung. Und da gibt es noch x Sachen, die ihr alle lernen werdet mit der Zeit. Rusch war der große Entdecker und Erfinder des Flächenkompostes, wie wir es nennen. Also nicht nur auch des Bewuchses, sondern auch dann der Düngekraft dieser Grünpflanzen, die man dann am Boden womöglich liegen lässt. Dieser Kreislauf, das ist erst von Rusch angeregt worden. Wenn man bei uns in Oberösterreich vor 20 Jahren im August übers Land gefahren ist, war das braun. Da war das Getreide gemäht und der meisten, die Zuckerrüben, die sind erst noch gekommen, aber das Getreide war schon fort. Und dann ist das aufgeackert worden und dann ist das liegen geblieben. Wochenlang. Bis Herbst rein. Womöglich bis zum nächsten Frühjahr. Bitte, dieser grausige Zustand hat sich geändert. Das finden wir heute nicht mehr. Der Biolandbau ist bestrebt, den Boden zuzudecken, sobald es nur geht und wie auch immer es geht. Und der konventionelle Landbau macht uns das jetzt noch schon. Da findet man auch kaum mehr im August ein braunes Land, sondern das ist grün. Mit irgendeinem Bodendecker. Das ist gut. Und es ist in erster Linie, wie gesagt, Wurzelmasse zu schaffen, um die Bakterien zu füttern. Der Dr. Hartl sagt, wir haben so und so viele Großvieheinheiten, nicht oben am Boden, sondern unter der Erde, die wir füttern müssen. Stimmt. Und zu Rustzeiten hat sich in der Schweiz, wo ja die organisch-biologische Richtung entstanden ist, das Wort geprägt, wir düngen nicht die Pflanze im Biolandbau, sondern wir füttern die Bakterien. Und das geschieht mit den Wurzelhalmen. Also jetzt haben wir drei
Komponenten des Bodens. Tonkristall, Lebenssubstanz, Wurzelhaare. Was brauchen wir noch? Wir brauchen dann noch die Bodentiere. Die Bodentiere, die notwendig sind, um den Flächenkompost in erster Linie mal der Natur zu zerkleinern. Der Flächenkompost der Natur ist der herbstliche Laubfall. Der herbstliche Laubfall und das Vergilben des Grases, des Krautes, dieses Zeug, was einmal dem Tod entgegengeht, wird von Bodentieren, das größte ist der Regenwurm, zerkleinert und zerbissen und wir haben in Europa 50.000 Bodentierarten. Das klingt viel. Die Bodentiere sind aber prozentuell am Erdvolumen überhaupt des Mutterbodens gemessen wenig, 1%. Aber es ist genug, um das, was eben dieser Flächenkompost der Natur und auch dann unser eigener, unser landwirtschaftlicher Flächenkompost, dass das ordentlich zerkleinert wird, sodass dann die Bakterien da dran können. An grobe Pflanzen, die man einfach hinschmeißt, können Bakterien zur Zerkleinerung nicht gut dran. Und da sind schon die großen Bodentiere notwendig. Es gibt jetzt manchmal im Herbst, im Spätherbst zu sehen, auf Biobetrieben Felder mit irgendwelchen hochgewachsenen Gründüngungspflanzen, Phacelien und so weiter. Und die stehen da dürr und recht traurig da. Und das ist ein Unsinn. Man soll so etwas hochstehen, das nicht in einfach im Winter eingelassen. Herrschaften, da können keine Bakterien auffallen, etwas zu zerkleinern. Bakterien bitte haben keine Füße. Die sind darauf angewiesen, dass dort hinfallen, wo sie arbeiten können. Und wichtig wäre, solche Art Gründüngungen, die gut sind, im Herbst noch, im Spätherbst meinetwegen, abzuschlägeln oder zu mähen. Das liegt jetzt bei euch und beim Betrieb. Damit sie mal wenigstens am Boden runterkommen. Und es wäre günstig, dann solche Lagen mit Steinmehl zu bestreuen. Und dann liegt es schön unten. Man kann eventuell das auch noch seicht gruppern. Das liegt jetzt bei euch und eurer Erkenntnis. Wie schauen wir da jetzt aus? Und dann wird man im Frühjahr eine aufgearbeitete, von den Bakterien vollkommen aufgearbeitete Fläche vorfinden, wo man gut sehen kann. Und was können wir dazu tun, dass dieser Boden nun möglichst gesteigert wird? Es ist heute da schon von einer Humusbilanz geredet worden und überhaupt von einer Steigerung des Humus. Was ich Ihnen schon gesagt habe, bitte das Urgesteinsmehl, ganz wichtig, dass wir das Tonkristall vermehren und achten auf eine gute Durchwurzelung während des ganzen Jahres, damit wir die Bakterien fordern. Die Viecherin, die sind eh von selber da, wenn der Boden in einem guten Klima ist, wenn der Boden in einem ordentlichen Bohrensystem ist, was ich heute schon gesagt habe, die großen Bohren, die kleinen Bohren. Wenn er das ist und damit auch den Bodentieren eine gute Herberge gibt, den Böden, die nötige Feuchtigkeit haben und die nötige Luft, die sind natürlich auch ein willkommenes Areal,
für die Bodentiere. Die machen da gern ihre Gänge und ihre Höhlen. Der wichtigste Bodentier, Grauber, ist der Regenwurm. Was der für eine Graube gekauft hat, das ist unwahrscheinlich. Und der Regenwurm geht weit runter. Viele, viele Meter. Und wenn einer stirbt, sie leben verhältnismäßig lang, sie leben ein paar Jahre. Und wenn sie sterben, dann geht in diese Röhre dieses gestorbenen Wurmes, geht nicht ein neuer Wurm ein, sondern die bleibt leer. Es macht sich jeder Regenwurm seine eigene Röhre. Und in diesen verlassenen Röhren haben nun Bodentiere, die selber keine Höhlen machen, ihr Haus. Also das hat alles Sinn. Und da greift eins ins andere. Also diese Gemütlichkeit da unten, die, wenn wir die herstellen mit Luft und Wasser sozusagen, dann werden die Tiere darauf mit einem freudigen Dableiben und Mitarbeiten antworten. Der Boden und seine Fruchtbarkeit ist die Basis allen Lebens. Sein Ursprung und die Stätte seiner steten Erneuerung. Von ihm lebt nicht nur die Pflanze, sondern es hängt auch die Gesundheit von Tier und Mensch von seinem Zustand ab. Der französische Forscher André Voisin sagt mit Recht, man muss den Boden heilen, um nicht die Krankheiten bei Tieren und Menschen heilen zu müssen. Mit einer gesunden Ernährung und einer gesunden Lebenseinstellung und vor allen Dingen da bei uns mit einer gesunden Tätigkeit am Boden kann man mit all diesen Schwierigkeiten zurechtkommen und sie auch zum Großteil vermeiden. Das ist jetzt kurz gesagt, einmal, was ist der Boden? Der Boden hat aber nun noch von der Schöpfung her andere Aufgaben zu bewältigen, als was ich jetzt gesagt habe. Das heißt, dass er Standortsraum für die Pflanze ist und dass er eben der Erdboden ist, wo alles drauf steht. Der hat noch andere Aufgaben. Und zwar in erster Linie mal die Bodenschichtung. Als Bauer muss man das in der Seele haben. Auch eine Findung von Rusch hat man früher so nicht gewusst. So. Da unten haben wir das feste Gestein. Wenn wir mit den Spaten runtergraben im Garten oder am Acker, werden wir immer irgendwo auf Gestein stoßen. Aber da unten ist festes Gestein. Und bitte, was das Gestein liefern kann an Mineralstoffen, kommt natürlich dem Oberboden in Form von verschiedensten Mineralstoffen und möglicherweise Ersatzstoffe, die wichtig sind, zugute. Aber das ist eine Sache des unteren Gesteins. Der Granit ist arm. Der Granit ist ein ganz armes Gestein, was Zusatzminerale betrifft. Und daher sind die Granitfütterungsböden natürlich arme Böden und im Müllviertel und im Waldviertel muss man arbeiten, dass man zu was kommt. Das ist nicht neu, aber das ist der Boden. Aber diese, und da wirken nun, auf das ist wichtig, auf diese Gesteinsverwitterungsschicht, damit sie für Pflanzen und Ding ansprechbar wird, wirken Bakterien. Und die Bakterien tun dieses Gestein augenappern, sozusagen. Das tun sie tatsächlich und sie leben von diesem Stoff, den sie da runtersaugen. Und ihre
Ausscheidungen und ihre Leichen sind praktisch die ersten Schritte zu einer Vererdung. Frau See, der erste ganz große Bodenforscher, der ein Mikroskop schon verwendet hatte. Früher haben wir keine Mikroskope gehabt und darum haben wir also lange nicht gewusst, was im Boden drin ist, weil man das ja mit freien Augen nicht sieht. Und Frau See hat diese Bakterien, die das machen, dass sie die Pflanzen, die Steine sozusagen in Lebensstoff umwandeln, wie sich die Frau Franzé geäußert hat, und Franzé hat nun das festgestellt, dass die dieser erste Schritt sind Richtung Erde. Und nennen sie Lithobionten. Lithos ist griechisch Stein und Bios Leben. Also Leben aus dem Stein. Ober der Gesteinsverwitterungsschicht haben wir Mineralschicht. Da haben sich bereits Tone und Lehme, die ja auch unten drin sind, mit hinaufgearbeitet. Das ist alles Bakterientätigkeit. Die Verwitterung hat mitgetan. Wasser und Regen ist da unten schon gehalten worden. In der Gesteinsschicht rennt das Wasser durch, aber in der Mineralschicht wurde es gehalten. Die Regenwurmgänge gehen so weit hinunter und die tiefwurzelnden Pflanzen haben auch ihre letzten Wurzeln da unten. Das ist eine wichtige Schicht. Herrschaften, es heißt nicht umsonst Ton. Ist das gleiche Wort wie der Ton in der Musik. Und der Ton gibt da unten auch den Ton an. Genauso wie das Tonkristall den Ton angibt in der gesamten Bodenbildung. Das hat Sinn. Oberhalb der Mineralschicht haben wir nun aus Zusammenwirkung sowohl von dieser Mineralschicht des anorganischen Reiches als wie von oben herkommend der rote Schicht der organischen Substanzen als Ehe den Humus. Da haben wir die Ehe herin vom Tonkristall und Lebenssubstanz. Und damit natürlich den Krümel und damit den Humus. Herrschaften, diese Humusschicht ist das Wichtigste, was wir Bauern haben können. Heute hat der Ding gesagt, der Dr. Schneider, wer fluglos arbeitet, und ich habe gesagt, der Braunsepp. Der Braunsepp ist aber derjenige auch, das ist ein Bauer, in Freising, in Niederbayern. Und der Braunsepp hat, wie wir das erste Mal telefoniert haben, das ist 20 Jahre her, und ich habe ihn gefragt, ob er leicht einen Hof hat. Und da hat er mir gesagt, ja, und er arbeitet ohne Pflug, schon 15 Jahre. Und ich habe gesagt, wie tun sie den Boden belüften? Hat er gesagt, mit dem Regenwurm. Und damals hat er mir gesagt, ihm dünkt es als das wichtigste Pflicht seines Lebens, dass er seinen Kindern, er hat drei Tierndern, seinen Boden mit mehr Humus übergibt, als wie er ihn vom Vater bekommen hat. Und das ist eine ganz eine gute Antwort und eine beste Antwort. Und so soll man denken, dass wir den Humus vermehren. Und das geht eben, wenn wir ordentlich düngen, wenn wir immer wieder organische Masse oben nachgeben, ob das jetzt Stallmist ist oder ob das eine Gründüngung ist, das ist wurscht, was den Humus vermehrt, was die Regenwürmer füttert und was alle diese Lebensprinzipien, die wir da herinnen haben, in diesen drei Stockwerken befeuert und intensiviert. Merkt sich das Büro. Es ist ganz, ganz wichtig. So, das ist jetzt das eine, wenn wir das pflegen. Und was hat das noch für Pflichten?
Das hat folgende Pflicht, dass in diesem Gareprozess, der eben so sein soll, diese Humusschicht eine besondere Aufgabe hat. Und zwar hat sie die Aufgabe, dass die Pflanze nur das bekommt, was sie braucht. Herrschaft, eine Pflanze darf nicht essen bis ins Uferlose. Das ist streng verboten von der Schöpfung. Die Pflanze darf nur das essen, was sie braucht. Nicht, was sie womöglich sich einbüttet. Nur die Pflanzen sind eh so gut erzogen, dass gar nicht weiß ich, wohin greifen. Und wenn die Pflanze, und es ist so, dass die ganzen Nährstoffe, die wir kennen, im Boden nicht in freien Ionen umeinander schweben und schwirren, sondern dass die alle miteinander an irgendetwas, meistens an ein Metall gebunden sind. Wir haben einen Haufen Silikate beispielsweise an den Quarz gebunden. Calciumsilikat und Natriumsilikat und so weiter und so weiter. Und alle Nährstoffe sind irgendwie an andere Stoffe gebunden, auch manchmal an die Tonminerale, an diese Tonkügelchen da. Diese Tonminerale da drin, die haben auch die Eigenschaft, sich unter Umständen an freie Ionen zu binden oder die Ionen an sie. Also frei herumschwirrend etwas Kali, vielleicht, aber nicht für was anderes. Und nun braucht eine Pflanze etwas. Dann meldet sie sich und verkündet sie halt gern an Gustav dies oder jenes. Und wenn dem Humus das recht ist, dann gibt der Humus grünes Licht und dann wird ein gewisser Bakterienstamm, der die Aufgabe hat, das zu tun, aktiviert. Der Bakterienstamm verständigt seine Enzyme, bitte Enzyme sind Eiweißkörper, und jedes Bakterien kann eine gewisse Art von Enzymen herstellen, eine gewisse Art, die ihm zusteht. Auch nicht durcheinander, sondern alles geordnet. Und dieses Enzym ist dann imstand, diesen Nährstoff aus dieser Bindung mit dem organischen Stoff zu trennen, mit dem anorganischen Stoff zu trennen. Also was ich, das Natrium aus dem Calcium herauszulösen oder das Natrium aus dem Silizium herauszulösen. Und dann ist das Ion frei und die Pflanze kann es aufnehmen. So funktioniert die Ernährung der Pflanzen. Und der Kunstdinger, was tut der? Der Kunstdinger, der schickt freie Ionen, in den Salzen sind die Ionen frei, also hauptsächlich Stickstoffionen, aber auch Phosphor und Kali, und schickt diese freien Ionen ins Bodenwasser. Bitte, der Kunstdinger kann sich mit der Erde nicht verbinden. Er ist nicht erdlöslich, er ist wasserlöslich. Und im Bodenwasser ist er aufgelöst. Und da kann die Pflanze jetzt wahllos trinken, weil es mit dem Bodenwasser ja das aufnimmt. Und da kommt die Überdüngung des Kunstdingers her. Man nennt das auch eine gewisse Zwangsosmose, weil man ja die Pflanze zwingt, das Zeug, was sie gar nicht will, mit dem Bodenwasser aufzunehmen. Und daher haben wir dann bei diesem Überdüngen des Kunstdingers auch ein Überwachsen. Wir haben dann ein schwammiges und mastiges Zellenwachstum. Das ist ja nicht mehr gesund. Das wird man mit Blaugrün. Und dieses mastige und schwammige Zellenwachstum, das sieht die Natur bitte als krank an. Das lässt die Natur nicht gelten. Das ist für sie nichts Normales. Und alles, was nicht normal ist und krank ist, räumt sie weg, und zwar sofort, und schickt den Schädling.
Der Schädling ist erst seit dem Kunstdünger gekommen. Diese Form, wie wir ihn kennen. Also diese Zusammenhänge muss man wissen. Also das ist einmal die eine Aufgabe des Humus, dass er Puffer ist zwischen der Pflanze und ihren Wünschen und ihrer Ernährung. Dass es über ihn läuft. Über den Ding läuft aber auch noch was anderes über den Humus. Und zwar läuft über den Humus die Sterilität, möchte ich sagen, die Gesundheit des Planeten. Der gesunde Boden, der nicht kunstgedüngte, der natürlich gedüngte Boden, hat die Kraft, eine böse Bakterien umzubringen. Es hat in Berlin ein Institut gegeben vom Dr. Gustav Rohde. Das gibt es leider nicht mehr. Und Rohde hat festgestellt, durch langjährige Versuche, er hat Haufen Komposte gemacht, bis zur fertigen Erde, und hat da drinnen Schwerstkrankheitsbakterien, Typhus, Cholera, Milzbrand und so weiter, hat er untergebracht und ist diese Versuche durch Jahre wiederholend immer wieder draufgekommen, dass die noch 3 Tagen kaputt waren. Die waren weg. Und das ist die Gesundheitsregulation der Schöpfung dem Planeten gegenüber. Das kann der Kunstdünger Boden bitte nicht. Das kann nur der saubere Humus. Rusch hat dieselben Versuche dann gemacht mit Flächenkomposten und hat auf Feldern und Wiesen, wo Flächenkompost aufgebracht wurde, auch diese Bakterien, diese Bösen, angebracht und ist auf dasselbe Resultat gekommen, dass unterhalb von diesen Kompostdecken diese Bakterien nicht mehr da waren. Aber wie gesagt, nachdem wir ja zu 19. kunstgedüngt sind auf der ganzen Welt, ist diese Eigenschaft weg. Was schlimm ist, unsere alten Bauern, die haben alle gewusst, wenn ein Fleisch nicht in Ordnung ist, dann brauche ich es nur eingraben für ein paar Tage. Im Gadel oder wo. Und nachher ist es wieder gut. Das probiert es heute. Die Bauern haben es im Übrigen eh vergessen. Aber nicht vergessen hat es der Fuchs und der Hund und der Dachs. Wenn denen ein Stück Fleisch nicht in Ordnung erscheint, das graben sie sich ein. Und das holen sie sich wieder raus nach einiger Zeit und fressen sie es. Wir tun lauter Dummheiten machen und alles zerstören, was die Schöpfung wunderbar gefügt hat und aufgebaut. Auch eine Menge Krankheitszeug, was heute umgeht, ist vielfach eine Folge dieser Wahnsinnsvergiftung, die wir erleiden. Und diese große Vergiftung hat eingesetzt ab dem Jahr 1945 nach dem Krieg, dann, wie man angefangen hat, diese Pestizide zu erfinden, zur Schädlingsbekämpfung. Das haben wir da früher nicht gekannt und das sind oft grauenhafte Gifte. Ja, jetzt wird umeinander gestritten da mit diesem Glyptosat. Und von anderen wird über was anderes gestritten. Herrschaften, die ganze Welt ist voll mit dem Zeug. Wo soll denn das hinführen? Und darum ist es notwendig, dass wir einen Landbau aufbauen,
wo wir ohne den auskommen, wo wir herzahlen können, lernen, es geht anders da auch. Ich weiß nicht, wie viele konventionelle Bauern da sitzen. Ich will es auch gar nicht wissen. Ich freut es, dass sie da sind. Und wir haben es in alle unsere Bodenpraktiker-Seminare. Ich komme ja in viel umeinander. Und sie werden immer mehr. Und wenn man es dann fragt, warum bist du da so? Wir wollen vom Boden was wissen, das erfahren wir nirgends. Das ist eine gute Kunde für uns. Und wir müssen schauen, dass wir auf dem Gebiet weiterkommen und die Leute mehr erfahren. Es geht jetzt eine Bewegung um, die auch gut ist. Es geht eine Bewegung um, wo man in Städten anfängt, auf unbebauten Flächen Gärten anzulegen. Die private Leute dann mit Gemüse bestücken. Das sind um die Gemeinde Wien herum Hektare. Und in anderen Landeshauptstädten auch schon, in Linz, ich kenne so einen Flick. Ich kenne einen Bauern, der hat ein Stück Grund zur Verfügung gestellt, damit sich 10 Familien ihr Wintergemüse selber anbauen können. Das er dirigiert, damit die Arbeit fachlich gut und richtig vor sich geht. Waren 10 Familien. Folgendes habe ich ihn gefragt, hat er gesagt, heuer werden es 20. Diese Sehnsucht nach einer gesunden Ernährung aus dem eigenen Boden, aus überhaupt vom Boden raus, den ich bearbeite, diese Sehnsucht wächst, die wächst in der Stadtbevölkerung, nicht in der ganzen, aber in solchen Gruppen. Und die werden immer mehr. Und das ist ein gutes Zeichen. In Wien da hat der Ingenieur Palme, da in Schönbrunn, wo die Kaiserin Elisabeth ihre Kühe gehütet hat, hat er einen ziemlich großen Stück Land hergerichtet, um Kindern den Gartenbau beizubringen. Das wären aber mehr, die das lernen wollen. Das hat auch verdoppelt werden müssen. Das sind wunderbare Sachen. Und in der Richtung müssen wir weiter tun. Und da muss man immer wieder helfen, dass diejenigen, die das wollen, dass sie es auch können. Jetzt haben wir mal den Boden gesagt, das ist der Boden. Und dann tun wir weiter.